Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zur neuen Sendung im Kabeljournal. Wir sind heute mal wieder in Chemnitz unterwegs und zwar zu Gast bei der Parkeisenbahn in Chemnitz. Hier steht nämlich in Kürze der Saisonstart bevor. Doch bevor wir mit dem Chef der Parkbahn plaudern gehen, sehen Sie den ersten Beitrag und zwar ab in die Mitte, die City-Offensive in Sachsen. Rund 100 Vertreter sächsischer Kommunen, darunter zahlreiche Bürgermeister, nahmen am Donnerstag an der diesjährigen Auftaktveranstaltung zu Ab in die Mitte, die City-Offensive Sachsen in Mittweida teil. Staatsminister Martin Dulich eröffnete in der Birkelhalle die 15. Runde des Wettbewerbs. In diesem Jahr steht er unter der Regie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Das Ministerium wechselt sich mit dem Innenministerium jährlich ab. Minister Dulich übernahm die Schirmherrschaft. Ab in die Mitte, da geht es ja darum, wie wir die Innenstädte beleben können. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir ja eine gute Heimat sein wollen. Dass es darum geht, dass die Menschen eine hohe Lebensqualität vor Ort erleben können. Und da muss man sich auch anstrengen, denn alles verändert sich. Menschen ziehen weg, Menschen kommen dazu, Herausforderungen sind da, genauso wie bei der Infrastruktur, digitale Infrastruktur. Und diese Veränderung, die wir haben, die müssen doch aktiv gestaltet werden. Und mit diesem Wettbewerb wollen wir einfach auch gute Ideen sichtbar machen und damit vielleicht auch anregen, dass andere Städte und Gemeinden sich auch auf den Weg machen, ihre Innenstädte zu beleben. Denn es geht am Schluss darum, dass Menschen eine gute Heimat haben. Sachsens Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Martin Dulich eröffnete nicht nur als Schirmherr den neuen Wettbewerb, er gab auch das Jahresmotto bekannt. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbes ist ja Stadt gestalten, Stadt erleben. Und es ist eine Aufforderung auch an die Städte, ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen in diesem Prozess, mitzunehmen in der Stadtgestaltung, ihre Ideen zu fragen, Bürgerbeteiligung zu organisieren. Bürgerbeteiligung ist etwas Wichtiges. Es ist auch anstrengend, weil man nicht allen es recht machen kann, weil Bürgerbeteiligung auch heißt, dass man liebgewordene Gewohnheiten vielleicht beiseite legen muss. Aber es lohnt sich, denn wenn man vor allem das Potenzial, was in den Bürgerinnen und Bürgern steckt, mit nutzen kann, dann kann etwas Gutes daraus werden. Deshalb wollen wir natürlich auch mit diesem Wettbewerb Mut machen, mehr Bürgerbeteiligung vor Ort zu organisieren. Um diese Bürgerbeteiligung in der Stadtgestaltung und die Erfahrungen damit ging es in der anschließenden Podiumsdiskussion. Hier tauschten sich neben dem Minister Dulich auch der Mittweidaer Oberbürgermeister Ralf Schreiber, René Hubusch, Präsident von Haus und Grund Sachsen, Landesverband Sächsischer Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer e.V., Friedjof Mothes, geschäftsführender Gesellschafter Stadtlabor Leipzig, Stadtplaner und Moderatorin Rita Fleischer dazu aus. Fazit: Bürgerbeteiligung ist ein wichtiges Element, aber man darf es nicht dem Selbstlauf überlassen. Professioneller Umgang ist gefragt, um viele in die Diskussion einzubinden. Am Ende muss aber die Politik und die Verwaltung entscheiden. Mit dem Wettbewerb wollen wir ja Vorbild sein. Ich wünsche mir, dass wir richtig gute Beispiele finden in Sachsen für Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung, die wiederum dazu führen, dass andere das nachahmen wollen, dass andere Städte sich auf dem Weg machen. Denn wir haben so tolle Städte und Gemeinden in Sachsen mit einem so tollen Potenzial. Das wollen wir doch nutzen und das wollen wir sichtbar machen. Und deshalb wünsche ich, dass dieser Wettbewerb durchaus eben auch noch andere Städte anreizt, mitzumachen. Bis Mitte September können sächsische Kommunen ihre Ideen zum Wettbewerbsmotto einreichen. Am 9. November dieses Jahres werden die Preisträger im Beisein von Staatsminister Martin Dulich im Rahmen der Messe Denkmal auf der Leipziger Messe bekannt gegeben. Dafür stehen Preisgelder in Höhe von mehreren 10.000 Euro, Anerkennungs- und Sonderpreise bereit. Willkommen zur großen Osterschau in Gelenau vom 9. März bis zum 15. April. Bestaunen Sie eine einzigartige Sammlung von 1500 Schmuck- und Künstlereiern und schauen Sie den Künstlern bei der Arbeit zu. Am Osterbrunnen erwartet Sie ein bezauberndes Arrangement von Kinderfahrzeugen, Puppen und Teddybären. Zum Verweilen lädt das Café im Spielzeugdorf ein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, immer Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mehr Info unter lupesa.de. Jetzt Küche und Designwochen vom 24. Februar bis 17. März. Hier finden Sie mehr Küche fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Diagnose ADHS. Bei ca. 4-6% von Kindern und Heranwachsenden wird eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung festgestellt. Was können betroffene Familien tun? Die medikamentöse Behandlung sollte nur ein Teil der Therapie sein. Beim ADHS-Landesverband Sachsen mit Sitz in Frankenberg finden Sie individuelle Hilfe. Speziell ausgebildete Mitarbeiter halten ein umfangreiches Beratungs- und Förderangebot bereit. In kleinen Trainingsgruppen bekommen Kinder und Jugendliche soziale Kompetenz und Kommunikationsregeln vermittelt. Es werden Problemlösungs- und Lernstrategien erarbeitet. Die eigenen Fähigkeiten und Stärken sollen erkannt und nutzbar gemacht werden. Beim Elterntraining erfahren Eltern, wie sie ihr Kind bei der Persönlichkeits- und Selbstbewusstseinsentwicklung unterstützen und stärken. Beratungs- und Fördermöglichkeiten werden auch für Erwachsene angeboten, die von ADHS betroffen sind. Bei Beantragung können die Kosten von der Pflegekasse übernommen werden. Unsere Beratungsstelle finden Sie in der Händelstraße 16 in Frankenberg. Telefon 037206 881726. Weitere Infos unter www.adhs-sachsen.de. Ja, wir sind jetzt hier wieder zurück bei der Parkeisenbahn in Chemnitz und mein Gesprächspartner ist der Herr Dietl, der Leiter der Einrichtung. Herr Dietl, die erste Aktion bei der Parkbahn ist ja der sogenannte Frühjahrsputz, findet am 17. März statt. Und was ist da so alles geplant und brauchen Sie da eventuell auch noch ein bisschen Hilfe? Am 17. März ist also der öffentliche Frühjahrsputz, wo die Chemnitzer Bevölkerung uns regelmäßig unter die Arme greift. Die ganze Anlage wird wieder hübsch gemacht, auf Vordermann gebracht, die Fahrzeuge werden geputzt und gewaschen, sodass wir dann am 22. März mit einer schönen Anlage wieder in die Fahrsaison starten können. Und wir sind natürlich froh über alle Helfer, die uns unter die Arme greifen. Es ist also eine ganze Menge an Arbeit da und für alle Helfer gibt es also auch ein deftiges Mittagessen und eine Freifahrkarte dazu. Das klingt ja toll. Und wann geht's genau los am Samstag? Am Samstag beginnen wir um 9 Uhr und treffen uns hier oben im Lokschuppen und dann wird hier die Arbeit verteilt an die verschiedenen Punkte. Und wenn man hier helfen möchte, was sollte man dann am besten für Kleidung tragen? Also sollte man sich sehr witterungsgerecht anziehen oder irgendwelche anderen Tipps so aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre? Das kommt natürlich auf die Witterung an, ob es regnet, ob es schneit, ob es stürmt. Wir werden natürlich auch viel Arbeit im Innenbereich haben, wo man also witterungsunabhängig ist. Aber wenn es die Witterung erlaubt, dann müssen wir auch schon mal ein bisschen raus ins Gelände gehen. Und dort sollte eigentlich nur arbeitsgerechte Kleidung, die auch mal beschmutzig werden kann, getragen werden. Das ist das Beste. Na prima. Und im Programm geht es erstmal weiter mit den Wochensplittern. Katzenliebhaber hatten am 3. und 4. März in Wilkau-Haslau die Möglichkeit, Rassekatzen in Augenschein zu nehmen. Der Verein Mülziner Samtpfötchen lud zur 12. internationalen Rassekatzenausstellung ein. Es werden sehr viele verschiedene Rassen ausgestellt. Ich kann jetzt nicht die Anzahl der Rassen sagen. Wir sind Perserkatzen, da freuen wir uns ganz besonders drüber, dass wir viele Perserkatzen haben. Es sind heilige Birma vertreten, Maine Coon, die Norweger. Britisch Kurzhaar, aber auch so seltene Rassen wie die Sphinx oder die Devon-Rex-Katzen.
Wie bei Hunden haben auch in Sachen Katze die Menschen unterschiedliche Vorlieben. Aber egal ob lang oder kurzhaarig, ob gemütlich oder ein Wildfang, einig sind sich die Katzenliebhaber darin. Katzen haben Charakter. Ein Hund kann man mit einem Stück Wurst oder mit einem Stück Fleisch bestechen. Katzen, wenn die einem die Zuneigung entgegenbringen, ist das ehrlich gemeint. Also Katzen kann man nicht mit einem Leckerli bestechen. Und Katzen haben ein traumhaft schönes Wesen. Wenn es einem mal nicht gut geht, das merken die Katzen ganz genau und legen sich zu einem mit hin. Und es ist, man muss Katzen erleben, man kann es eigentlich nicht beschreiben. Bevor man sich eine Katze anschafft, sollte man einiges ernsthaft überdenken. Er sollte erst mal darauf achten, dass er genügend Zeit für eine Katze hat. Eine Katze ist grundsätzlich kein Eigenbrötler bzw. kein Einzelgänger. Wenn man den ganzen Tag auf Arbeit ist, sollte man schon versuchen, zwei Katzen ein neues Zuhause zu geben. Ansonsten, es ist wie beim Menschen, die Sympathie muss beiderseitig gleich vorhanden sein. Es bringt nichts, wenn man sich eine Katze zulegen will, die einem immer ausreißt und keinen Kontakt sucht. Manche Katzenliebhaber schließen sich mit anderen zusammen, wie im Verein Mülziner Samtpfötchen. Also unser Verein wurde 1994 als Ortsgruppe der Felina gegründet. Und seit 2001 sind wir eingetragener selbstständischer gemeinnütziger Verein. Wir haben im Moment ungefähr 70 Mitglieder aus ganz Deutschland, aber die Hälfte davon ist nur Züchter und Aussteller. Alles andere sind Katzenfreunde, die einfach Spaß haben, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und über ihr Hobby zu sprechen. Die Ausstellungen gehören aber auch zum Vereinsleben. Bei uns ist es so, wir machen im Jahr zwei Ausstellungen. Eine internationale Ausstellung, wie jetzt hier in Wilka-Haslau. Und dann im November immer noch eine Hobbyausstellung, zu der dann auch mal solche Katzen kommen, die auf einer internationalen Ausstellung wahrscheinlich, ich sag mal so, keinen Blumentopf gewinnen würden. Aber für jeden ist seine Katze die schönste. Und warum soll man die nicht auch mal auf einer Hobbyausstellung zeigen? Vor allen Dingen haben dann auch die Aussteller viel mehr Zeit, mit Gleichgesinnten zu sprechen, mit Interessenten zu sprechen und sich über ihr Hobby auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln und einfach über alles zu reden, was rund um die Katze ist. Bis zu dieser Ausstellung dauert es noch einige Monate. Die nächste Ausstellung findet in Kallenberg statt, das ist bei Hohenstein-Amstel, und zwar am 10. und 11. November diesen Jahres. In Wilkau-Haslau wurden Rassekatzen gezeigt, die alle das Zeug hatten, Preise zu gewinnen. Bis jetzt sind schon Sonderpreise vergeben worden und beste Varietäten. Beste Varietät bedeutet, dass mindestens drei Tiere der gleichen Farbe, der gleichen Rasse anwesend sein müssen. Dann kann von diesen drei Tieren das Schönste ausgesucht werden. Wenn jetzt nur fünf Tiere verschiedener Farben einer Rasse da sind, gibt es den Rassesieger. Und für Katzen, wo vielleicht bloß ein einzelnes Exemplar da ist, kann auch ein Sonderpreis vergeben werden, wenn der Zuchtrichter sagt, das Tier ist so schön, es hätte auch bei Konkurrenz gewonnen. Und dann wird noch an jedem Tag Best in Show durchgeführt. Das bedeutet, alle Katzen einer Haarkategorie konkurrieren gegeneinander, bis dann am Ende des Tages der Tagessieger Best of All gekürt wird. Die Jurymitglieder nahmen die Rassekatzen genauestens unter die Lupe und vergaben an dem Wochenende viele Preise. Bei plus 6 Grad Außentemperatur verzeichnete das Freibad im Wolfstal den ersten Besucheransturm in diesem Jahr. Dabei war ein Großteil der Angereisten nicht gekommen, um ins kühle und vor allem kalte Nass abzutauchen. 22 taten es im Verlauf des Nachmittags doch. Sie waren mit einem Bleigurt bestückt und in einen Neoprenanzug gehüllt. Zuerst tauchten sie im Eisloch, um einen Dummy heraufzuholen, und anschließend wurden sie selbst zum Geretteten. Die Wasserwacht Döbeln und der DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen führten ein öffentliches Training zum Thema Eisrettung durch, wozu auch freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung eingeladen waren und daran teilnahmen. Das Vorgehen in solch einer Situation birgt auch viele Gefahren für die Retter und muss entsprechend geübt werden. Aber es war nicht nur ein praktischer Test für die Retter, sondern zeitgleich eine theoretische Wissensauffrischung für die Zuschauer. Ruhe bewahren, flach auf den Bauch legen und zur Einbruchstelle robben, einen festen Gegenstand nutzen, an dem sich der zu Rettende im Eis festhalten kann. Auf keinen Fall versuchen, ihn mit der Hand aus dem Wasser zu ziehen. Das kann sonst andersherum ausgehen, warnte die Moderatorin Kati Kügler von der Döbelner Wasserwacht. Nachdem die Wasserwacht und die 18 Retter in unterschiedlichster Konstellation demonstriert hatten, wie mit den unterschiedlichsten Gegenständen gerettet werden kann, von der Rettungsboje bis zum Jutebeutel, demonstrierte die Feuerwehr die Rettung mittels Steckleiter, und auch die gelang.
Im Anschluss wagten sich 20 Hartgesottene in das eiskalte Wasser. Allerdings hätte hier das Eisloch etwas größer sein können. Die Stadtbibliothek Limbach-Oberfrohna lud am 3. März zum traditionellen Tag der offenen Tür ein. Veranstaltet wird er, weil die Mitarbeiter Informationen zu unserem Angebot geben wollen, zu unserem Service und den Leuten einfach die Bibliothek ein bisschen vorstellen wollen. Der Bibliotheksbetrieb funktioniert ganz klassisch. Man kann aber auch auf moderne Weise Bücher ausleihen über die Online-Bibliothek, wo die Leser über die Anmeldung in der Bibliothek auch E-Books runterladen können auf ihr mobiles Lesegerät, auf ihren Tolino. In Bibliotheken gibt es schon lange nicht mehr nur schwarz auf weiß gedrucktes. Auch Hörbücher und DVDs sind erhältlich. Der Tag der offenen Tür in der Stadtbibliothek gehört für viele Leseratten zum Pflichtprogramm, auch aufgrund des großen Buchverkaufes, der auch sehr erfolgreich jedes Jahr ist. Da werden Bücher, CDs, DVDs angeboten zum Schnäppchenpreis. Während die Eltern oder Großeltern sich durch die Kisten arbeiten, können sich die Kinder derweil anders die Zeit vertreiben. Zum diesjährigen Tag der offenen Tür wurden mit Frau Rost kleine Ostergeschenke gebastelt. In der Stadtbibliothek in Limbach-Oberfrohna finden auch verschiedene Veranstaltungen statt. Die nächste ist eine gemeinsame Veranstaltung am 22. März mit dem Stadtelternrat zum Thema mit Kindern Regeln regeln. Aber das ist eine Veranstaltung, die vom Stadtelternrat organisiert wird, allerdings bei uns in den Räumen in der Bibliothek stattfindet. Los. Um Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern, muss man sich heutzutage schon einiges einfallen lassen. Der SV Turbine Frankenberg hat das getan und veranstaltet einmal im Jahr einen Kletterstangenwettbewerb. Am 5. März war es wieder soweit. Der Kletterstangenwettbewerb, der wurde mal vor 11 Jahren ins Leben gerufen, um den Athleten der Leichtathletik hier eine Abwechslung zu bieten von dem Trainingsalltag, um hier auch wirklich mal einen Höhepunkt zu setzen, wo man wirklich sich mal messen kann, wo auch die Kinder die Möglichkeit haben, sich im Wettbewerb zu den anderen Athleten zu messen. Das ist so der Hauptgrund. Und natürlich geht es auch darum, ein bisschen publik zu werden, die Abteilung Leichtathletik vorzustellen. Wir arbeiten hier eng mit der Schule zusammen und ziehen hier auch immer wieder Kinder gerne rüber, die hier mitmachen, erstmalig mitmachen an dem Wettkampf. Und der eine oder andere findet Gefallen daran. Das ist also der zweite Grund, dass wir auch Mitglieder auf diesem Weg gewinnen. Die Kletterstange ist zwar der Namensgeber, aber nur ein Teil der Sportveranstaltung. Hier geht es auch in erster Linie darum, einen Vielseitigkeitswettkampf auszurichten, wo wir an der Stelle natürlich im Hauptmittelpunkt die Kletterstange haben, aber auch eine Kombination aus Sprint und Kraft in einem Schlängellauf mit anschließendem Zug auf einer Bank und einen Hürdenlauf in der Mitte noch, wo wir quasi auch diese Geschicklichkeit noch am Hürdentraining mit kombiniert haben. Das ist also ein Dreikampf. Der 11. Kletterstangenwettbewerb hat gezeigt, dass Sport in der Gemeinschaft Spaß macht. Beim SV Turbine Frankenberg hat man dazu Gelegenheit. Hier kann jeder mitmachen ab 5 Jahre, der Interesse an Bewegung hat, an Ausdauer, an Wettkampf oder einfach nur Spaß am Sport. Der kann sich bei uns melden, das findet man auf der Webseite von der Turbine Frankenberg. Man kann erstmal zu dem Schnuppertraining kommen, hier wird immer ein-, zweimal Schnuppertraining angeboten, man muss nicht sofort starten und dann kann man hier anfangen. Ja, in der entsprechenden Altersklasse wird halt entsprechendes Training geboten. Die wahrscheinlich bessere Alternative zu Spielkonsole, Fernsehen und Computer. Im Bürgersaal in Hartmannsdorf herrschte am letzten Februar- und 1. Märzwochenende reger Verkehr. Eisenbahnen ratterten auf 17 verschiedenen Modellbahnanlagen über die Schienen. Das ist unsere Ausstellung vom Modellbahnclub Görnerbrücke in Hartmannsdorf. Die führen wir alle 2 Jahre durch. Da ist die ganze rechte Seite von der Ausstellung und diese eine Anlage hier in der Mitte mit in Spur N ist vereinseigen oder Mitglieder von unserem Verein und der Rest sind eingeladene Gastanlagen, damit man auch noch was anderes präsentieren kann. Die Gastaussteller kamen aus verschiedenen Ecken Sachsens. Wir kennen uns ja über der SMV, das ist der Dachverband von den Modelleisenbahnern. Die Anlage kommt aus Dresden, die aus Frankenberg, hier hinten in der Ecke ist Hainichen. Ganz hinten mit den schönen Schlosser und Bürgen, der Herr Oschmann, der kommt aus Weifenburg.
Viele andere Vereine präsentieren ihre Modellbahnausstellungen in ihren Vereinsräumen. Der Hartmannsdorfer Verein nicht. Wir haben Vereinsräume in Hartmannsdorf, aber die sind so klein, da können wir unsere Vereinsanlage nicht mal im Ganzen ausstellen. Sich größere Räume zu suchen, lohnt sicher nicht, weil der Verein nur ein kleiner ist. Wir sind zurzeit 10 Mitglieder in unserem Verein. Nachwuchs sieht ganz schlecht aus. Es kommen keine Kinder nach, weil die das nicht mal interessiert. Sarkastisch gesagt kann man sagen, die gucken alle bloß noch ins Handy und das war's. Deswegen bieten Modellbahnhersteller nun auch Handy-Apps an. Im Liechtensteiner Modellbahnclub zum Beispiel basteln die Nachwuchsmodellbahner derzeit fleißig an einer TT-Anlage, auf der sich die Züge mit modernen Kommunikationsmitteln steuern lassen. Die Lust, sich als Modelleisenbahner zu betätigen, ist das eine. Das andere ist... In der Anlage ist das schon eine Frage des Geldes, wenn man sie digital betreibt. So, und wenn man dann noch will mit Handy und Führerstand auf dem Handy, das ist noch mal aufwendiger. Aber auch wenn wir das hätten, käme niemand. Ja, also von den jüngeren Leuten kein Nachwuchs, kein Interesse. Da haben die Liechtensteiner Glück, dass sie Kinder und Jugendliche für das Hobby Modellbahn begeistern können. Und das, was die Bahn jetzt bietet, seit es die BAG ist, ist ja auch nicht mehr groß. Was will man da noch bauen? Kommt alle 10 Minuten der gleiche Triebwagen und das war's. Nichtsdestotrotz ist der Hartmannsdorfer Verein rege unterwegs. Wir beteiligen uns auch ab und zu mal an Fremdausstellungen. Wir waren im Oktober mit auf der Messe in Chemnitz mit unserer Vereinsanlage. Wir werden mit der Z-Anlage dieses Jahr vor Silvester mit nach Dresden auf den Flughafen gehen. Da war ja dieses Jahr, ist ja jedes Jahr zum Jahresende eine Ausstellung im Flughafen Dresden. Und ansonsten, wenn wir andere Verein herantritt, ob wir mal was mit einstellen können, es kommt auf die Größe drauf an, kommt auf den Platz drauf an und es kommt auch viel mit auf die Zeit drauf an. Weil ja, die meisten Vereinsmitglieder haben noch Arbeit und da müssen sie sich auch danach richten. Zumal auch eine Wanderanlage einiges an Zeit für den Aufbau benötigt, wie für die Ausstellung im Hartmannsdorfer Bürgersaal. Also die Ausstellung aufzubauen von unserem Verein her ungefähr 3 Tage. Dann hat man ja noch ein bisschen was, um das alles aus, das alles geht, anschließen. Und das Abbauen muss schneller gehen. Ich möchte am Dienstagabend oder spätestens am Mittwochvormittag der Gemeinde einen Schlüssel wiedergeben. In der Turmgalerie auf Schloss Augustusburg ist die Winterpause zu Ende. Am 3. März wurde die erste Ausstellung des Jahres 2018 eröffnet. Nicht wie sonst mit dem üblichen Roten. Diesmal war Glühwein in den ungeheizten Räumen angesagt. Unter dem Titel Euer, unser, mein Gebirge sind Ansichten aus dem Erzgebirge zu sehen. Gemalt hat die Bilder Todor Stojanov. Der in Bulgarien geborene Künstler lebt seit 1988 im tschechischen Teil des Erzgebirges. In Augustusburg ist Todor Stojanov kein Unbekannter. Er und seine Frau pflegen hier viele Freundschaften. Seine Arbeiten sind geprägt von tiefer Naturverbundenheit und zeigen Orte von beiden Seiten der Grenze. Den feierlichen Rahmen der Ausstellungseröffnung setzten 5 junge Sänger aus der Heimat des Malers. Sie begeisterten mit A cappella vom Feinsten. Zombie, Zombie, Zombie. Die erste Vernissage des Jahres 2018 lockte rund 80 Kunstinteressierte in die Turmgalerie. 3 weitere Ausstellungen sollen folgen. Ab Mai stellt der Italiener Mauro Hüller aus. Im Juli folgt der Augustusburger Fotograf Ingo Steinert. Die Herbstausstellung nennt sich Kreiskabinett Kulturarbeit. Auf diese freut sich der Vorsitzende des Turmgalerievereins ganz besonders. Das Kreiskabinett für Kulturarbeit Karl Marx Stadt, das gab es damals, da war ich auch integriert, da war ich Fördermitglied für bildende Kunst. Und da gibt es natürlich noch viele Kontakte und der Plan ist so, also es haben sich auch schon ganz viele gemeldet, die da mitmachen, dass man aus der damaligen Zeit ein altes Bild hinhängt und die meisten sind ja künstlerisch noch tätig oder haben artverwandte Berufe und daneben ein neues Bild. Also das wird eine ziemlich... interessante Ausstellung. Doch jetzt sind erstmal die Erzgebirgsansichten von Todor Stojanov zu sehen. Die Bilder hängen noch bis zum 6. Mai im Lindenturm auf Schloss Augustusburg.
Zu Live-Musik mit der Gutsten das Tanzbein zu schwingen, das ist keine alltägliche Angelegenheit mehr. Meist gibt es nur Musik aus der Konserve, aber nicht am 17. März. Ab 20 Uhr startet an diesem Tag im Hartmannsdorfer Bürgersaal ein Tanzabend mit Live-Musik. Es ist nicht der erste dieser Art. Das Blasmusik-Ensemble Young Life lädt schon seit ein paar Jahren zu diesem Tanzabend ein. Das Tanzbein geschwungen werden kann zu Klassikern der Rock-, Pop- und Schlagergeschichte. Der Eintritt ist wie immer frei. Das Chemnitzer Trio Strike umrahmt am 2. März musikalisch die Eröffnung der neuen Sonderausstellung im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna. Gezeigt wird diesmal Textilkunst. Arbeiten einer zeitgenössischen bildenden Künstlerin, die ihre Werke größtenteils mit der Technik des Häkelns realisiert. Wir zeigen also Textilkunst aus Maschen, so wie die Maschen auch das immer wiederkehrende oder beherrschende und allzeit präsente Thema unserer Dauerausstellung sind. Limbach-Oberfrohnas Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel begrüßte die Saarländerin Katharina Kränkel. Ich freue mich, dass Sie den Weg gefunden haben, dass Sie auch schon länger hier sind und sich so eingebracht haben, auch in der Vorbereitung und durchaus in der Umsetzung der Ausstellung. Und wie ich gesehen habe, kommen Sie am 10.06. Jahr nochmal her. Und morgen ist da noch ein Gespräch. Und ich würde mich freuen, wenn da morgen dann und dann vielleicht auch im Juni, wenn wir über die 3 Monate, die wir jetzt vor uns haben, noch viele Besucher interessiert haben, dass sie dann am 10.06. nochmal kommen und sich mit ihnen unterhalten möchten. Verzahnt lautet der Titel der Sonderausstellung, die, kann man so sagen, mit Limbach-Oberfrohna verzahnt wurde. Die Idee ist eigentlich vorher entstanden, so über Telefonate, wir könnten noch was zusammen machen, aber ich war dann mal hier gewesen, letztes Jahr im Vorfeld, weil man sich doch mit dem Ort erst auch auseinandersetzen muss, um genau zu wissen, was man da macht, um dann nicht irgendwas völlig Unpassendes überzustülpen. Und durch die schon erwähnten fantastischen Maschinen und als ich dann auch noch gesehen habe, dass Limbach-Oberfrohna das Zahnrad im Wappen hat, ist dann diese Ausstellung mit dieser Thematik entstanden. Nicht nur die Ausstellung, sondern auch verschiedene Kunstwerke. Ja, da habe ich hier eine Ausstellung, die feste Dauerausstellung, die ja gespickt ist mit wunderbaren mechanischen Maschinen, die an sich kleine Kunstwerke sind, habe ich gezeichnet. Und nachts ausgestickt. Also ich habe praktisch gestickte Grafiken gemacht. Das, was sonst die gezeichnete Linie ist, ist bei mir ein gestickter Faden. Ganz besonders toll ist, dass ich hier auf den Dachboden durfte und in den alten Garnen stöbern und aus denen ich das dann auch gestickt habe. Bei der Schaffung der verzahnten Kunst ging es der Saarländerin darum, einmal wirklich die Verzahnung von zeitgenössischer Kunst mit dieser Industriekultur, mit der wirklich der Geschichte hier von der Gegend von Limbach-Oberfrohna. Aber ich habe auch eine Serie, die ich extra für hier angefertigt habe, von Objekten. Das sind 22 Zahnradpaare, also echte metallische Zahnräder in allen Größen, von so klein bis so groß. Denen habe ich ein gehäkeltes Pendant gegenübergestellt. Zahnräder erinnern ja oft mit diesen durchbrochenen Löchern an Spitzendeckchen und die habe ich hier praktisch verzahnt. Metallisch zum Textilen, männlich, weiblich, hart, weich. Dass sich Katharina Kränkel künstlerisch Textil widmet, passierte eher zufällig. Es hat sich ergeben nach dem Studium, da war ich so ein bisschen verloren, war noch nicht so ganz eindeutig, in welchem Bereich ich arbeite. Ich hatte schon die Ahnung, dass ich doch eher die Bildhauerin bin. Und der Zufall hat mir in die Hände gespielt, eine Tüte mit Wollresten. Und da, ich hatte einen Ausstellungstermin schon und war gemutig zugesagt, klar mache ich die Ausstellung. Und dann habe ich angefangen, die Exponate zu häkeln. Und was zuerst als Experiment gedacht war, einmalig, das ist meine Technik geblieben. Ich mache das jetzt seit genau 25 Jahren. Ich habe nämlich hier sozusagen mein Jubiläum, mein Häkeljubiläum. Wird man die Kunstwerke, die mit Limbach-Oberfrohna verzahnt wurden, noch irgendwo anders sehen? Die werden nächstes Jahr wahrscheinlich auf Reise gehen. Ein bisschen in einem anderen Kontext zum Thema Ornament, also auch in Verbindung mit anderen
Arbeiten, aber die ja doch sehr ornamenthaft sind, ja auch diese Zahnräder und diese Spitzen, großen Spitzendecken, die werden in Siegburg bei Bonn im Stadtmuseum und Kloster Bentlage. Westfalen ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht so genau. Bei Rheine ist das, da werden die auch zu sehen sein. Im Echo-Museum in Limbach-Oberfrohna kann man die Sonderausstellung bis 10. Juni besichtigen. Und dazu die Dauerausstellung, die Katharina Kränkel inspirierte. Also das Esche-Museum kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe schon in vielen Museen ausgestellt mit diesem textilhistorischen Kontext. Und ich muss doch wirklich sagen, das Esche-Museum ist ein besonderes Kleinod. Die Maschinen sind so schön präsentiert und so toll gewartet. Und man hat hier vor allem auch die Chance, die in Funktion mal zu sehen. Die Welt der Mechanik erschließt sich hier nochmal ganz neu. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Ja, wir sitzen gerade hier in einem frisch überholten Wagen der Parkeisenbahn und der wird zum Saisonstart dann wieder in den Einsatz gebracht. Der wird also wieder rollen. Wir haben im vergangenen Winter diesen Wagen komplett zerlegt. Das ist also ein Pflichtprogramm, was wir hier absolvieren müssen mit den Fahrzeugen in regelmäßigen Abständen. Und man sieht, er ist also frisch lackiert und wir werden jetzt am kommenden Wochenende das Sprinklergestell mit der Plane wieder aufbauen, sodass er dann zum Saisonstart wieder in Einsatz gehen kann. Beim Saisonstart, das ist ja für den Donnerstag, den 22. März geplant. Welche Uhrzeit genau und was ist dann hier los? Also an diesem Tag wird um 16.30 Uhr die feierliche Eröffnung der Parkeisenbahn stattfinden, unten auf der Bühne am Bahnhof. Zu dieser Veranstaltung sind natürlich viele, viele, viele Parkeisenbahner da, fast alle, die wir haben. Und dort wird also dann die Fahrsaison eingeläutet. Dort werden also auch Prominente von den Gesellschaftern der Parkeisenbahn und der Stadt Chemnitz mit dabei sein, die dann dieser Bahn alles Gute wünschen für die kommende Saison. Und dann wird ab 17 Uhr der Fahrbetrieb durchgeführt. Wir fahren so lange, wie Leute da sind. Und das Besondere an diesem Tag ist, zur Saisoneröffnung ist immer ein kostenloses Fahren möglich. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ja letztes Jahr zweimal meinen kleinen Hund, die Luna, mit hier und ich habe das Gefühl, die ist auch schon ganz gespannt auf den Saisonstart und möchte auch wieder Parkbahn fahren. Aber da wir gerade bei Hunden sind, wir waren auch kürzlich wieder zu Gast im Tierheim in Röhrsdorf und was es da so Neues gibt, sehen Sie jetzt. Musik.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Körbchen gesucht. Die Sendung beginnen wir mit der Vorstellung von drei kleinen Kätzchen, die wir hier schon schön beobachtet haben. Nicole, wer ist es genau? Genau, das sind unsere Katzen-Teenager Zander, Zakari und Zada. Sie sind ungefähr 9 Monate alt, sie sind letztes Jahr als Fundtiere zu uns gekommen. Gesundheit nicht auf der Höhe, deswegen hat es jetzt gedauert, dass wir sie zur Vermittlung freigeben können. Unsere Tierpfleger haben sich liebevoll um sie gekümmert. Und nun suchen sie endlich ein tolles Zuhause bei Katzenfreunden. Welche Beeinträchtigungen gibt's? Also es ist so, dass der Zakari leichte Bewegungsstörungen hat. Die hat er von klein auf gehabt. Das ist tierärztlich alles abgeklärt. Er kommt mit seinem minimalen Handicap aber sehr gut zurecht. Wäre es möglich, ihn auch in einer Freilandhaltung unterzubringen oder ist eher Wohnungshaltung angesagt? Also sie sind bei uns jetzt das letzte halbe Jahr in der Wohnungshaltung groß geworden. Man kann sie mit Sicherheit im Frühjahr an den Freigang wieder gewöhnen. Na dann, und wen stellen wir jetzt noch vor? Jetzt geht's zu unseren Hunden. Ja, liebe Zuschauer, der erste Hund der heutigen Sendung, der sich um ein Körbchen bewirbt, ist der Simbi. Der Simbi ist etwas schüchtern, aber ein totaler Knuddelbär, wie es aussieht, oder? Genau, also Simbi ist etwas schüchtern am Anfang, jedoch wenn er sich eingelebt hat, wir merken das hier ganz deutlich mit unseren Tierpflegern, wo er Vertrauen gefasst hat, da ist er wirklich ein Kuschel- und Schmusehund. Es braucht halt seine Zeit. Deswegen sucht man für ihn auch ein Zuhause, möglichst erstmal ohne Kleinkinder, ohne viel Hektik, wo er sich ganz in Ruhe eingewöhnen kann. Gerne auch Haus mit Garten wären vom Vorteil, so kann er seine Familie und seine Umgebung erstmal für sich kennenlernen, bevor es dann rausgeht in die freie Wildbahn mit Fahrrad, Autos und Vogelgezwitscher. Gibt es für den Simbi noch was zu erzählen, was der neue Besitzer unbedingt wissen sollte? Ja, also Simbi, man hat es ja gesehen, es ist eine sehr gelungene Mischung. Was genau, können wir nicht sagen. Er ist 1,5 Jahre alt und zeigt sich hier im Tierheim als sehr verträglicher Hund, ist mit Rüden, mit Hündinnen sehr gut verträglich. Aber ein bisschen abspecken sollte er noch, oder? Ja, er hat sich einfach Kummerspeck angefressen, weil er halt keine eigene Familie hat. Na dann, wenn Sie sich für den Simbi interessieren, melden Sie sich hier. Ja, der Anwärter für das zweite Hundekörbchen der Sendung ist der Scott. Es ist der beste Kumpel vom Simbi. Und was gibt es über Scott zu erzählen? Ja, Scott ist jetzt 3 Jahre alt, wieder sehr gelungene Mischung, ist ein Menschenfreund, er liebt alle 2-Beiner, sowohl auch alle 4-Beiner, das macht ihm nichts aus. Wie gesagt, er wohnt mit dem Simbi zusammen im Zimmer, auch der Kenny, der danach gleich kommt, das ist eine tolle Männer-WG, alle verstehen sich prima. Ja, Scott, man kann es gar nicht glauben, wurde in der Tötung abgegeben. Tierfreunde haben ihn befreit, sie haben es ja gesehen, ein ganz liebenswertes Kerlchen. Hatte die Chance, zu uns nach Deutschland zu reisen und sucht jetzt wirklich ein ganz liebevolles Zuhause. Ja, wir haben ja auch den Kenny jetzt gerade hier schon gesehen. Der ist ja sehr verschmust und auch sehr verspielt. Was hat er sonst noch so für Eigenschaften, Nicole? Also Kenny ist ja so 1,5 Jahre alt. Ein ganz lustiger, freundlicher, aktiver Geselle. Er kann gerne zu einer Familie mit Kindern vermittelt werden. Man sollte halt nur bedenken, dass er nicht für die Kinder angeschafft wird und nicht als Kinderspielzeug herhalten soll. Ja, er ist ein lebensfroher Hund. Man sollte mit Sicherheit viel mit ihm unternehmen, sei es schöne Waldspaziergänge oder auch der Besuch der Hundeschule kann immer von Vorteil sein, denn es dient ja im Grunde der Teambildung von Mensch zu Hund und Hund zu Mensch. Ist Kenny schon lange bei euch oder ist er auch erst vor kurzem hergekommen? Ja, Kenny ist auch erst vor kurzem bei uns abgegeben worden, weil sich die Familie halt die Haltung eines Junghundes anders gedacht hatte. Aber ich denke mal, für Kenny finden wir auch ein schönes Zuhause, oder? Oh ja, das hoffen wir doch sehr. Ja, der Brownie, das ist ein ganz schön temperamentvolles Kraftpaket. Aber was hat er sonst noch so an Eigenschaften? Also Brownies Art ist einfach umwerfend, deswegen suchen wir auch ein Zuhause mit standfesten Kindern, das heißt, sie sollten schon 12 Jahre alt sein. Ja, ist ein aktiver Hund, schlauer Hund, Hundesport jedenfalls mit ihm geeignet. Wir suchen für ihn ein Zuhause, gerne auch mit Haus im Garten, wo er sein Revier ausgiebig erkunden kann, aber er dennoch einen Platz zu Hause mit auf dem Sofa hat.
Wie alt ist Brownie eigentlich? Brownie ist jetzt 5 Jahre alt. Erziehung braucht er noch. Das kann nicht schaden. Ja, hier verträglich mit Hündinnen. Ja. Rüden mag er absolut nicht. Also das bitte bedenken. Gut. Und wen haben wir denn jetzt gleich noch? Genau, jetzt wartet noch Peaches auf uns. Ja, die Peaches, die ist ja auch eine ganz hübsche. Woher kommt sie genau nochmal? Peaches wohnt erst seit wenigen Tagen bei uns. Sie ist so ein sogenannter Wühltischwölpe. Das heißt, sie wurde aus der Tschechei eingeführt, unüberlegt. Hat sich dann bei der Familie nicht mit den vorhandenen Hunden vertragen. Wurde wieder Hals über Kopf abgegeben. Und nun sucht sie ein liebevolles Zuhause bei Leuten, die wissen, wie man mit dem Welpe umgeht. Sie ist erst 12 Wochen alt. Am Anfang ist sie etwas schüchtern und zurückhaltend. Jedoch tierärztlich ist alles untersucht, ist soweit alles in Ordnung. Ist gerade für einen Wühltischwelpe besonders wichtig. Familie ist sie geeignet. Man sollte einfach bedenken, wirklich ist es ein Welpe. Zeit zur Eingewöhnung, das Alleinebleiben muss geübt werden. Sie ist nicht stubenrein. Das braucht einfach viel Zeit und man muss halt auch die Zeit investieren, um das Vertrauen von Peaches zu erlangen. Du sagtest vor uns gerade, sie ist wahrscheinlich ein belgischer Schäferhund, ne? Ja, sie sieht optisch so aus. Die Familie hat nur gesagt, sie haben einen Schäferhund geholt. Ganz genau wussten sie es selber nicht. Unsere Tierärztin meint aber auch, es ist ein belgischer Schäferhund. Aber was ganz genau in Peaches drinne steckt, das kann sie uns ja zum Glück nicht verraten. Und wie groß wird Peaches am Ende ungefähr werden und vom Gewicht her? Also ich denke mal, wenn sie ausgewachsen ist, hat sie mit Sicherheit so eine Schulterhöhe von 50 cm und sollte so ein Mittelklassegewicht von ungefähr 25 Kilogramm haben. Na dann, sind wir mal gespannt, was aus der Peaches wird. Und wenn Sie sich für eins der Tiere, die wir heute vorgestellt haben, begeistern können, melden Sie sich natürlich hier im Tierheim. Ihr seid den ganzen Winter noch da, ne, und wartet auf Anrufe und Mails, ne? Genau. Wie meldet man sich denn eigentlich am besten bei euch? Also gerne telefonisch anrufen. Unsere Tierpfleger gehen ran, wenn es die Zeit erlaubt. Natürlich vorrangig ist die Tierversorgung sicherzustellen. Ansonsten kommen Sie zu unseren Öffnungszeiten vorbei. Die sind immer Dienstag, Donnerstag und Freitags von 16 bis 18.30 Uhr oder samstags von 14 bis 16 Uhr. Na dann, hoffen wir mal auf eine erfolgreiche Vermittlung und wir sagen Tschüss für heute. Ja, liebe Zuschauer, für mich wird es heute hier ganz spannend. Der Herr Dietl, der hat mich heute sogar mal hier in den Werkstattschuppen der Parkeisenbahn mitgenommen. Und hier wird gerade eine Lok restauriert. Ja, neben dem Wagen, den wir ja schon gesehen haben, wird jetzt also auch eine Lokomotive zerlegt in ihre Bestandteile. Das ist genauso alle 8 Jahre Pflichtprogramm. Und so haben wir diese Lokomotive im Moment gerade ausgeachst, um uns die Lager zu begutachten, die drin sind, ob die erneuert werden müssen, neu ausgegossen werden müssen. Das ist ein Pflichtprogramm, was alle 8 Jahre steht. Die Bremsbauteile, Steuerbauteile sind alle ausgebaut und zur Aufarbeitung gegeben worden. Und wir hoffen, dass wir dann zum Saisonbeginn wieder mit dem vollen Fahrzeugpark starten können und alle unsere Fahrzeuge wieder betriebsfähig sind. Na, das wollen wir natürlich auch hoffen. Aber der Saisonstart ist ja nicht das Einzige, was hier in Kürze noch los ist. Geht ja auch schon wieder straff auf Ostern zu. Ostern gibt es bestimmt auch wieder ein tolles Programm hier an der Parkeisenbahn, oder? Aber sicher. Ostern ist natürlich immer das Highlight für uns, wenn wir ein Streichelgehege unten auf dem Bahnhof haben für unsere kleinsten Fahrgäste, wo also richtige Original-Osterhasen dann hoppeln und gestreichelt werden können. Und wir machen dann natürlich ein Osterprogramm, wo alle kleinen Fahrgäste auch einen Schokoladen-Osterhasen bekommen von uns. Und es wird eine ganze Menge an Programm geboten an diesen Tagen. Ist an allen Ostertagen eher was los und geöffnet oder gibt es Ausnahmen? Nee, also geöffnet ist immer. Wir fahren also von Karfreitag bis Ostermontag. Solange die Schokoladen-Osterhasen reichen, werden sie auch ausgegeben an die kleinen Fahrgäste. Ne? Muss man da Schlange stehen, weil ich esse auch gerne Schokolade.
da stehen sehr, sehr viele Leute Schlange, weil zu diesem Zeitpunkt in Chemnitz noch nicht so viel los ist und alle eigentlich wieder an die frische Luft wollen und das genießen, dass die Parkeisenbahn wieder ihre Runden im Kischwald dreht. Und ich denke mal, ganz Chemnitz ist unterwegs in Richtung Kischwald zu Ostern, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. Dann hoffen wir, dass das Wetter hier passt zu den Veranstaltungen der Parkeisenbahn. Wir sagen erstmal Tschüss und wir hoffen natürlich, Sie kommen demnächst mal wieder hier vorbei.